Le Prison. Die Abhäutungsaktion von Le Prison fand 1985 im Rahmen der Triennale der Kunst in Le Londeron, einem alten französisch sprechenden Städtchen in der Nähe von Neuenburg, statt. Dafür wollte Heidi eine Aktion im ehemaligen Gefängnis, einem steinernen Gebäude aus dem 18. Jahrhundert, machen. Zentral in ihrer Konzeption war es, die Aktion zusammen mit einem Team von insgesamt 5 Frauen zu realisieren. Bei diesem Projekt wurde zum ersten und einzigen Mal der Abhäutungsprozess von den umliegenden Wänden und Objekten direkt auf den menschlichen Körper erweitert. Dabei wurde die nackte Hautoberfläche nur durch eine dünne Folie vom darüberliegenden Kautschukkleid getrennt. Dieser Videofilm wurde von der Schweizer Filmerin Anka Schmid realisiert. Ja, ihr seht.